Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Kopfkraft, denn selbige wird heute wieder in großer Menge benötigt, denn wir steigen wieder ein in ein Knobelspiel, ein neues Knobelspiel, das ich letztes Mal angefangen habe. Etwas Neues, etwas Trockenes, etwas sehr, sehr Trockenes, aber ihr wisst, dass ich so mag, schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen, hallo und herzlich willkommen an den Chat. Schön, dass schon Leute mit dabei sind und ich bin gespannt, wie viele von euch noch durchhalten in diesem Spiel. Es ist, sage ich mal, jetzt nicht der Publikumsmagnet, denn wir spielen Turing Complete. Ein Spiel, das uns vielleicht näher bringen will, warum ich nicht Informatik studiert habe. Und falls ihr das wissen wollt, dann seid ihr hier völlig genau richtig. Falls ihr verstehen wollt, warum ich einen Karriereweg eingeschlagen habe, bei dem man nicht verstehen muss, wie ein Computer funktioniert, denn genau das möchte uns dieses Spiel, glaube ich, näher bringen. Nicht mal das habe ich verstanden. Ich habe nicht mal verstanden, was ich nicht verstehe. Ich habe nicht mal verstanden, welchen Kurs ich hier eigentlich gerade nicht schaffe. Naja, schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen. Ein großes Problem an diesem Spiel ist, dass es keinen Soundtrack hat. Denn es geht wahrscheinlich davon aus, dass die gesamte Kopfkraft dafür benötigt wird, das Spiel überhaupt einigermaßen zu schaffen. Und deswegen müssen wir da so ein bisschen selber drum uns drum kümmern. Falls ihr gute Ideen habt, falls ihr Musiker seid, falls ihr Cellist seid, falls ihr Violinistin seid, könnt ihr ja gerne mal was sägen. Und das legen wir dann schön drunter, weil ich brauche es dringend. Ansonsten schön, dass ihr mit dabei seid. Knobel, Knobel, Knobel. Ah, ich sehe schon hier direkt die Knobelfreunde am Start. Das ist auch super. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ansonsten noch ein kleiner Hinweis. Und zwar wird in diesem Monat dieser Stream unterstützt von HelloFresh. Ihr könnt gerne mal unterm Stream gucken. Da gibt es ein Panel. Da könnt ihr mal schauen. Da gibt es einen Rabatt. Insgesamt 80 Euro auf die ersten Boxen, falls ihr das macht. Verteilt auf die ersten Boxen. Falls ihr frisch kochen wollt. Da kriegt man immer so eine Box und kann dann daraus was kochen. Genau richtig für Leute wie mich, die immer nicht wissen, was sie essen sollen, die im Supermarkt stehen und immer hin und her pendeln zwischen dem Gefrierfach und dem Nudelfach und nicht wissen, was sie essen sollen und am Ende sich einfach 20 Packungen Schaumwaffeln kaufen. Falls ihr auch so jemand seid, könnt ihr mal HelloFresh ausprobieren, da kriegt ihr immer tolle Lebensmittel, die ihr dann selber kochen könnt. Und macht das mal. HF Florentin ist der Code, damit kriegt ihr den angesprochenen Rabatt. Ansonsten hoffe ich, ihr seid gut genährt, ihr seid gut gestärkt, denn das brauchen wir heute. Wir spielen Turing Complete. Ich habe schon gesehen, dass im Chat schon ein bisschen gewitzelt wird. Haha, wollen wir wetten, wie lange er es noch aushält? Wann bricht er zusammen? Ihr wisst schon, dass mich das motiviert, ne? Ihr wisst schon, dass ich genau diese Unkenrufe, dass mich genau dieser Verrat, ich benenne es einfach mal, dieser Verrat, mich weiter motiviert. Für jeden dieser Kommentare mache ich noch fünf Streams weiter. Okay, meine Tastatur funktioniert leider nicht. Das ist natürlich ein Problem. Also da merken wir schon, wo an der Computertechnik das Ganze hier scheitert. Okay, das ist jetzt aber echt merkwürdig. Moment mal. Also dieses Problem nehme ich gerade nicht an. Ich nehme das gerade nicht an, dieses Problem. Ich lehne das ab. Dieses Problem wird gerade abgelehnt. Das möchte ich nicht, nee, möchte ich nicht haben gerade, das Problem. Du hast doch zwei Tastaturen. Nee, ich habe eine Tastatur, die ich aber mit einem Button umschwenken kann. Vielleicht brauche ich gar keine Tastatur für das Spiel. Meine Güte, das hat doch heute noch geklappt. Oh, jetzt ist leider die Tastatur kaputt. Schade. Ah, blöd. Jetzt kann ich leider nicht Turing Complete spielen. Das habe ich mich so drauf gefreut. Endlich ein paar Schaltkreise schalten. Ah! USB-Gerät wurde nicht erkannt. Okay, das ist... Ja, Leute. Da muss ich, glaube ich, noch mal kurz auf Tauchgang gehen. Weil das verstehe ich nicht, weil die Tastatur funktioniert nur eben auf dem anderen Rechner. Oh, Leute, ja, also das ist wirklich immer, wenn der Weg zum Knobelspiel das eigentlich Schwere ist. Gibt es irgendwie so eine Tastatur, wo man anklicken kann und dann was schreiben kann? Weil ich schau mal, wie weit ich komme ohne Tastatur. Ja, gut, natürlich. Auf YouTube. Okay, also ich guck mal. Ich brauche mal wieder Musik jetzt auf YouTube hier gerade. Ich schau mal, wie weit ich komme. Ich kann mit den Vorschlägen arbeiten. Hier, USB wird gerettet. Ich kann nach folgenden Dingen suchen. Warcraft 3 Replay, W73 Replay, WC3 Champions, Dropbox Windows Desktop App, Dropbox, WC3 Replays, WoW, Wille Arbox und Zulian Matzgang. Das ist alles, was ich zur Auswahl habe. Das kann ich durch Klicken anwählen. Also damit müssen wir heute arbeiten. Das ist das gesamte Spektrum an Dingen, die ich ausdrücken kann. Wir gehen mal auf Zulian Matzgang. Shit, ey. Wie komme ich denn jetzt?
Ich will jetzt auch nicht zu viel mit Verlauf machen, Leute. Ihr wisst, könnt euch wahrscheinlich vorstellen, warum. Ja, Leute, das ist natürlich jetzt schlecht. Da habe ich heute rumgenödelt, ne? Steck doch! Steck doch wieder eins hier! Eigentlich muss das doch gehen. Das ist, ach, Leute, wie albern, ey. Wirklich, jetzt haben wir hier... Ich meine, es ist jetzt natürlich, die andere Möglichkeit ist natürlich jetzt einfach in kompletter, ergiebiger Stille zu schauen, wie weit wir kommen ohne Tastatur. Das kriegen wir schon hin. Ja, spielen wir heute ohne Tastatur. Geht schon. Starte doch einfach die Bildschirmtastatur. Ist unter Zubehör. Aber wie komme ich da jetzt hin? Wie komme ich ohne Tastatur zur Bildschirmtastatur? Wie geht das? Einfach suchen. Okay. Gut. Es ist super merkwürdig, weil die Tastatur an sich funktioniert, ja. Weiß gar nicht, wie das funktioniert. Also ihr merkt schon, es sind die Grundlagen, die hier Probleme bereiten. Warte mal, das, was Nessis sagt. Oh, bezieht euch bitte nicht auf Sachen, die immer wahnsinnig weit weg sind. Bildschirmtastatur aktivieren mit Steuerung, Windows und O. Okay, alles klar. Gut. Ihr seht schon, Informatiker haben richtig geilen Humor, der hier richtig mal zur Geltung kommt. An der Stelle vielen Dank an Abomolator, Surfinbird, Topher Offer, Slati Bartfass, der Fapsel und Ziff 7 für die Subs. Dankeschön. Das ist hier die Turing Complete Gang. Er ist schon ein bisschen merkwürdig ohne Ton, ne? Komplett ohne Ton. Wie komme ich denn aus dem Spiel? Warte mal. Start. Zahnrad. Erleichterte Bedienung. Erleichterte Bedienung. Ja, und jetzt? Farbeinstellungen. Verwenden. Zusätzliche Anzeigeeinstellungen. Augensteuerung. Dass ich mir so eine Cyberbrille aufsetze. Ach so, hier geht's noch was. Anzeige. Tastatur. Bildschirmtastatur verwenden. Okay, cool. Alles klar. Ich krieg das hin. So. Yes! Mit Ton. Das ist doch unser Soundtrack schon. Dann gebe ich jetzt ein YouTube. Alles natürlich Caps Lock, so muss es sein. So, worauf haben wir Bock? Chill Synth, Synthwave, Chill Wave Neon Paradise. Ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal. Royalty Free ist natürlich gut. Aber trotzdem mit Werbung hier dabei. Die kann man... Ah, das ist ja geil. Die Tasten bewegen sich mit, das ist ja völlig verrückt. Okay. Warum nicht? Ich hoffe nur, da kommt keine Werbung irgendwann zwischendrin. Das ist doch das ist doch Neo, oder? Geil. Okay, wir sind drin. So. Okay, die Tastatur an. Ich habe lange Finger. Haben Sie eine besondere Tastatur für mich? Ich habe leider ganz breite Finger. Ja, da haben wir, können wir Ihnen helfen auf jeden Fall. Machen Sie sich da bitte gar keine Sorgen. So, los geht's. Los geht's, rein da in die wunderbare Welt von Turing Complete. Falls ihr euch fragt, was ist Turing Complete?
dann kann ich euch das gar nicht richtig beantworten. Weil ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch als Spiel durchgeht oder ob man mir hier einfach ein Informatikstudium unterjubeln wollte. Aber das ist nicht so wild, denn bis jetzt läuft's gut. Was ist Turing Complete? Wir müssen Schaltkreise bauen und die werden immer komplexer und komplexer. Bis jetzt haben wir sehr einfache Schaltkreise gebaut und ja. So, weiter geht's. Available. Wir können den gelben Level hier spielen. Oh, man kann nicht draufklicken. Okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen knifflig. Das ist natürlich jetzt ein bisschen... was? Komm ich hier... Ich komme, glaube ich, gar nicht mehr raus. Warum? Jetzt kann ich auch nicht mehr klicken gerade. Ach, der hat immer noch die Tastatur drüber. Da ist die Tastatur drüber. Ach nein. Ja, gut. Ja, aber wie komme ich dann jetzt wieder aus dem Programm raus? Bin ich schachmatt? Ich glaube, ich bin ein Schachmatt, oder? Bin ich... Das war's. Ja, ich habe verloren. Ich habe verloren. Game over. Obwohl, wenn ich die Tastatur habe, dann müsste ich ja irgendwie... Ah, das war Escape. Das war Escape. Ah, hier ist... Ah, ich kann mich hier orientieren, wo das Fenster anfängt. Okay. Dann weiß ich ja, wo Escape sein muss. Hier. Raus. Leute, Level 1 complete, würde ich sagen. Level 1 geschafft. Ja gut, aber wie soll das jetzt gehen? Also... Das verdeckt alles. Ja gut, dann mache ich das jetzt mal ganz eng an den Rand, oder wie? Ah ja, oder ich habe das hier in dem kleinen Feldmodus. WASD, okay. Hier ist der Rand. Wo ist W? Hier? Ja. W. Okay, das geht einigermaßen. Das krieg ich schon hin. So. Ah, jetzt kann ich auch klicken. Ich konnte vorhin nur nicht klicken, weil das Fenster im Weg ist. Geil. Okay. Was ist Turing Complete? Es geht darum, Schaltkreise zu bauen. Falls ihr euch mal fragt, warum kann ich gerade einen Menschen sehen, der hunderte Kilometer weit entfernt in Paloma sitzt und sich gerade in seinem Ferienhaus einen schönen Stream angemacht hat. Warum kann ich den sehen? Das liegt daran, dass ihr einen Computer habt. Und der Computer hat Technologie in sich drin. Und genau wie die funktioniert, das schauen wir uns an. Und zwar zum Beispiel mit XOR oder XNOR Gates. So, create the inverse XOR Gate, known as XNOR. Ich habe alles wieder vergessen vom letzten Mal. Aber wir gucken uns an. Also, wie funktioniert das? Wir haben ein Input und ein Output. Und wir müssen einen Schaltkreis bauen und haben diese verschiedenen, ja, wie sagt man, Gates, Schnittstellen. Oh, warte, wie habe ich das gerade geschafft? Wenn ich sie ziehe, sehe ich sie. Wenn ich sie ziehe, sehe ich sie. Und jetzt ist sie wieder weg. Nee. Was sind die Regeln hier von dieser Tastatur? Wenn ich sie oben packe, dann kann ich sie sehen. Wenn ich sie oben packe, kann ich sie sehen. Oh Leute, guck mal. So, perfekt. Also, es geht darum, diese Schaltkreise zu bauen. Dafür haben wir hier diese Gates, die unter bestimmten Bedingungen Signale durchlassen oder nicht durchlassen. Zum Beispiel das OR-Gate. Warum wird das nicht mehr erklärt? Hier, das OR-Gate, also oder, ihr seht es hier, Input 1, Input 2 und Output. Und wenn Input 1 und Input 2, leer sind sozusagen. Also in OR bedeutet entweder Input 1 oder Input 2 oder beide. Also OR ist sehr tolerant, lässt viel durch.
N-And heißt Not-And. N heißt immer Not. Not-And ist das Gegenteil von And. Und And bedeutet, lass es nur durch, wenn beide Inputs, von beiden Inputs was kommt. Und so hat jedes dieser Bausteine eigene Eigenschaften. Not dreht einfach den Input um. Aus an wird aus wird an und so weiter und so weiter. Und wir müssen jetzt sozusagen aus diesen simplen Schaltkreisen oder simplen Schnittstellen komplexere Schnittstellen bauen. Wie zum Beispiel ein XNOR-Gate. NOR haben wir schon, das heißt weder noch. Das gibt das Signal nur weiter, wenn beide Inputs kein Signal liefern. Also nur wenn es alleine gelassen wird, gibt es das weiter. Eigentlich sehr sympathisch. So, und ihr seht da immer dieses Karree an Situationen und was der Output ist. Und so wird uns auch das Rätsel gestellt. Übersetze das mal. Das hier ist unser Rätsel. Und zwar baue einen Schaltkreis, der dieses Output-Karree hat. Nämlich, wenn das die Bedingungen sind, dann soll das rauskommen. Ich weiß jetzt nicht, was Value und Invert bedeutet. Okay. Ihr seht hier grün, rot. Da können wir sagen Signal an oder Signal aus. Ah, okay. Wir müssen ein XNOR. Was heißt das X nochmal? X heißt invertiert. Ich verstehe. Wir hatten ja auch XOR. Das ist sozusagen das Gegenteil von OR. Der sagt nämlich, lass nie was durch, außer die Inputs sind unterschiedlich. Ich erinnere mich langsam. Und jetzt müssen wir ein XNOR-Gate basteln. Und das basiert natürlich hier auf dem NOR. Und NOR bedeutet, wie gerade gesagt, lass nur Signal durch, wenn von beiden Inputs nichts kommt. Und das soll invertiert werden zu... Was? Das verstehe ich nicht, was diese Zeile hier bedeuten soll. Invert. Also das dreht die um, aber die nicht. Irgendwie ist das merkwürdig formuliert. Normalerweise stand hier immer Input 1 und Input 2 und Desired Output. Und jetzt steht hier Value und Invert. Das verstehe ich überhaupt nicht. Wahrscheinlich ist das... Wahrscheinlich haben wir jetzt schon eine Lektion weitergemacht. Und zwar reden wir natürlich mittlerweile nicht mehr über Input 1 und Input 2, sondern über Tick 1, Tick 2, Tick 3 und Tick 4. Glaube ich. Und ich muss selber checken, was genau die Inputs hier sind. Moment mal. Ich bin gerade hart verwirrt, weil der NOR-Output weder zu Value noch zu Invert passt. What? Moment mal, ich gehe nochmal ein Level zurück, wenn ich schaffe. Warte mal. Wie komme ich denn aus dem Level wieder raus? Manual. Level Lock. Create the inverse XOR gate, known as XNOR. Aha. Das ist nicht der Inverse von NOR, sondern der Inverse von XOR. What? Ey Leute, wenn das die erste Folge ist, die ihr seht, ey, viel Spaß, keine Chance. Ah, okay, guck mal. XOR Value entspricht Input 1, Invert entspricht Input 2, Output entspricht nicht dem Output, sondern das, was umgedreht werden soll. Also heißt es, ich mache einfach sowas dann, den Output, und der wird einfach umgedreht durch einen Verneiner am Ende? Okay. Ich verstehe immer noch nicht, was Value und Invert bedeutet. Invert heißt ja sowas so viel wie Gegenteil. Aber das ist ja nicht das...
Du, ich habe den Level geschafft. Ich nehme das. Ich nehme das. Weiter geht's. Das heißt, ab jetzt kommt Basic Logic. Oder haben wir Basic Logic geschafft? Wir haben Basic Logic geschafft. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Binary Racer. Geil. This level is my favorite pastime. Converting decimal into binary under time pressure. Toggle the bits in the level panel so they add up to the decimal number in the question. You must beat level 3 to pass. Ready to race? I'm not ready to race at all. Was ist 1 in binary? 1. Was ist 2 in binary? Aha. Ah, ich verstehe. Rot ist 0 und Grün ist 1. Sag mal, bin ich... Für wen haltet ihr mich denn, als ob ich das checken würde? 3. 13. 8 plus 2 plus 1. Das... Warum habe ich 6 Sekunden Zeit? Ich kann gar nicht so schnell klicken. Aber es sind immer die gleichen Level. 6. 11. 12. 1. Weiter! 3. Was gesch... Ich verstehe nicht, was hier passiert. 6. 5. 5. 2. 4. Ach, ich krieg Zeit, wenn ich's schaffe. 15. 3, 2, 5, 30. Puh, keine Ahnung, ist sowas? Ich klick hier einfach mal. 0, 7, 6, ja, kein Problem. 10, 38. Los, 14, 18. Brauche ich noch 15, 7, 11, nee, so, 32, ach so, nein, 45, 5, 109! Das ist zu viel. Das kann kein Mensch wissen. 120. Schnell. 80. 16. 66. Da, was mache ich hier? Ist das das Spiel? Oh. Das ist Level 4? Onwards. Okay, gut. Ja, von mir aus. Klar, Leute, ey. Also, dieses Spiel ist auf Zack, würde ich sagen. Das ist nicht nur Schaltquatsch hier. Because we are so technologically advanced, we have the machines fold our socks. Unfortunately, the circuit that detects sock player broke on the machine. This level has 4 inputs. Output on when 2 or more of them are on. Tipp, don't overthink this level. Danke für den Hinweis. Also, 4 Inputs und ich output grün, wenn 2 grün sind. Ich bin nicht qualifiziert für diesen Job. Es tut mir leid, ich habe ein bisschen in meinem Lebenslauf gelogen. Ich habe ein bisschen, okay, kriegen wir hin. So, jetzt können wir endlich mal das Spiel verstehen. Und zwar, es geht darum, wir sollen dieses Input-Output-Karree hier erzeugen, das uns sagt, gib nur grün aus, wenn... Ah, das sieht mir aber nach 2 oder mehr grüne Inputs aus, oder? Wenn 2 oder mehr grüne Inputs sind, dann gib grün aus. Und wenn 1 oder 0 grüne sind, dann rot.
Okay. So, und wir können diese ganzen Werkzeuge benutzen. Okay. Wie sieht ein Schaltkreis aus, der ein Signal weitergibt, wenn zwei oder mehr Signale kommen? Also, umgedreht gibt der nicht weiter, wenn zwei, drei oder vier, nee, wenn drei oder vier nicht kommen. Ja, das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Eine gute Frage ist das. Ich hau einfach mal was raus. Wie wär's mal mit Or? Or ist mein Freund, weil der ist einfach auch gut durchlässig. Der lässt viel durch, der guckt nicht so genau drauf. Bei dem kommt man auch mal irgendwie, kann man mal zu spät kommen bei Dr. Or. Oh, guck mal! Herrlich! Ah, der lässt viel zu viel durch, ne? Der lässt viel zu viel durch. Wir müssen eigentlich gucken. Also, wir haben ja zum Beispiel Ants, bei dem nur gefeuert wird, wenn zwei sind. Nee, das ist aber zu viel. Wir gucken uns nochmal an, was wir haben. Wir haben XOR. Das bedeutet, das Umgedrehte von OR, also nur wenn es unterschiedliche sind, signalisiert der weiter, wenn es gleich sind, nicht. NOR schickt ein Signal nur, wenn er nicht gar nichts bekommt. Not AND schickt nur ein Signal, schickt immer ein Signal, es sei denn, er bekommt beide. OR ist OR für drei Inputs. Auch interessant. OR bedeutet, er schickt es ein Signal weiter, es sei denn, es kommt gar nichts an. AND nur, wenn beide kommen. Not dreht das Ganze um. Okay. Und wir müssen jetzt gucken, dass wenn zwei oder mehr Signale kommen, dann soll es weitergehen. Wir haben auch Dreier. Wir haben einen OR-Dreier. Und hatten wir nicht auch einen AND-Dreier? Also, wir müssen eigentlich gucken, wenn es zu wenige Signale sind, dann gib Rot. Wenn es genug Signale sind, dann gib Grün weiter. Also, was gibt denn nicht weiter, wenn zu wenig kommt? Ein OR zum Beispiel. Wenn zu wenig los ist, dann gibt OR nichts aus. Das, ja, eigentlich war OR gar nicht dumm gedacht. OR, wenn zu wenig los ist, gibt der nichts aus. Gucken wir uns das mal an. Aber wenn jetzt die beiden an... Okay. Jetzt haben wir schon mal für den Fall... Jetzt machen wir vielleicht zum Beispiel einfach nochmal ein OR. Einfach nur einmal testen. Einfach nur zum Reinkommen. Einfach nur aus Spaß. Also Programmieren darf auch Spaß machen. So, wir haben jetzt, wenn einer... Ja, haben wir jetzt schon verloren eigentlich. Was ist, wenn wir jetzt statt dem hier ein AND machen? Ne, ergibt auch überhaupt keinen Sinn, ne? Naja, immerhin. Ich meine, dann haben wir immerhin schon mal... Wenn die beiden rot sind, will er nicht. Wenn die beiden... Nee, Entschuldigung. Die beiden rot sind, will er nicht. Wenn die beiden rot sind... Die beiden rot sind, will er nicht. Aber ich habe den Arbeitsauftrag falsch verstanden. Zwei oder mehr sollen ja grün sein. Warte, ich gehe das einfach mal durch. Okay. Das sieht doch schon über große Strecken hinweg recht gut ordentlich aus, würde ich sagen. Ich persönlich, meine Ansprüche sind erfüllt. Ich würde sagen, das kann so geliefert werden. Das kann so geliefert werden, und wenn sich Leute beschweren, dann gibt die in die Warteschlange. Das wäre jetzt meine Anweisung, wo ich sagen würde, das ist gut genug für den Verbraucher. Das funktioniert meistens.
Es funktioniert aber nicht in den Fällen, wenn genau zwei grün sind. Eigentlich sind das die beiden einzigen Fälle, in denen es nicht klappt. Und das sind die, wenn genau die oberen oder genau die unteren grün sind. Ist ja klar, weil dann oben nichts los ist. Können wir jetzt nicht einfach nochmal einen in die Mitte packen, der ja dann schießen würde und den geht sowas? Nee, das geht nicht. Das ist ein Shorts. Nee, das ist natürlich Quatsch. Ich wollte nur kurz mal checken, ob das Spiel sowas auch kann. Jetzt bräuchten wir eigentlich einen Endmechanismus, der sagt, wenn zwei von drei... Warte mal, jetzt können wir es ja... Warte mal, jetzt machen wir nochmal End dazwischen. Nee. Obwohl, jetzt könnte es ein Or hier sein, vielleicht? Wenn genau die beiden oberen feuern geht's, wenn genau die beiden unteren feuern geht's. Ah, es geht aber auch, wenn nur einer da ist. Das ist natürlich jetzt Quatsch. Da sind wir jetzt zu durchlässig geworden. Das ergibt alles überhaupt gar keinen Sinn. Also das ist jetzt genau das Gegenteil von dem, was der Kunde wollte. Das ist der Fall hier. Das ist ein Problem. End war das. Ich habe halt auch leider gar keinen Ansatz, wie man sowas löst, ne? Also wie man sowas, was da passiert. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch, wie können wir es schaffen? Vielleicht müssen wir größer denken. Also, ich habe hier vier Nödel. Ich versuche das so ästhetisch ansprechend zu machen, wie es geht, ne? Also dafür will ich auch extra Punkte bekommen. Ah, und ich kann ja jedes auch mehrmals verkabeln, ne? Ich brauche, glaube ich, bei jeder Sitzung eine Stunde, um da wieder reinzukommen. Das heißt, ich kann das hier zum Beispiel in einen... Oh, Dreierohr. Das hier kann ich in ein Ohr stecken. Das stecke ich mir ins Ohr. Dann kann ich aber auch das hier mir ins Ohr schieben. Ich raff's gar nicht, was hier passiert. Aber das muss... Nee, das ist genau dasselbe nochmal wieder oben, ne? Warte mal. Ich glaube, Ohr ist der Schlüssel. Wie muss das aussehen, damit...
Wenn ich erst 4 Ors hab, dann 2, dann 1, mal sowas? Mal sowas? Ne, 4 Ors gehen ja gar nicht, ne? Es gehen ja eigentlich maximal 3 Ors. Wenn ich hier ein Ohr hab. Das habe ich ja gerade schon probiert, ne? Das ist natürlich auch wieder das alte Rätselspielmuster, dass man dasselbe immer und immer wieder probiert. Guck mal, wenn wir jetzt einfach sowas machen. Das ist wahrscheinlich halt immer grün, ne? Der ist halt super anspruchslos. Ah nee, warte. Ich glaube, es ist exakt das gleiche, was ich vorhin schon probiert habe. Aber ich habe halt dafür einfach noch kein Verständnis für diese Art von Gedönse. Aber wenn man jetzt ein End macht. Und jetzt ein Ohr ans Ende? Kann gut sein, dass ich das exakt genauso gerade schon versucht habe, aber ich... Ja, genau. Ich glaube jetzt... Genau das Problem, dass er jetzt zu anspruchslos ist. Schwierig. Dusi, vielen, vielen Dank. Aber es macht wenig Spaß, wenn man hier einfach Leute schreiben, was ich machen soll. Ne? Das ist die alte Knobelspielregel. Der Spaß ist das Ausprobieren und das Herausfinden. Und in den Chat zu gucken und die Lösung abzulesen, macht halt nicht so viel Spaß, ne? Deswegen, ich krieg das schon hin. Ich komme da schon durch. Es ist halt nur für mich, ich bin halt, habe gar nichts mit Programmieren zu tun. Das heißt, für dich ist es super leicht, weil du total drin bist und du sprichst diese Sprache fließend. Und ich beherrsche halt gerade 2 Vokabeln und versuche den Weg zum Bahnhof zu finden, so. Für dich ist es super intuitiv und alles ganz schnell. Für mich ist es super, super holprig und schwer. Und deswegen machen wir das Stück für Stück. Okay. Wie soll ich das angehen? Soll ich es eher sagen, gib mir was, was bei 2 oder mehr ballert? Oder gib mir was, was bei, wenn 2 oder mehr fehlen, nicht ballert? Eigentlich müssen wir eher gucken. John Darwin, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, ich versuche es einfach selber durchzuknobeln, okay? Das ist einfach so ein bisschen die Idee. Es ist sehr, sehr nett. Ich weiß, viele wollen da immer ganz eifrig mithelfen. Aber ich versuche mich da auch so ein bisschen selber durchzu knobeln. Okay. Also das ist ja auch Teil des Lerneffekts, ist ja, wie man an so ein Problem rangeht. Und mal macht man es falsch, dann macht man es wieder vielleicht ein bisschen besser. Okay. Was haben wir denn alles noch? Wenn beide gleich sind, feuert der nicht. Können wir das... Na, warte mal. Wie hatten wir es vorhin? So ein Dreierohr finde ich auch spannend, oder? Vielleicht hilft uns der. Wenn wir einfach... Weil dann haben wir nicht mehr das Problem... dass wir bei 2 unteren oder oberen Problem haben. Wir schauen uns das mal an. Aha. Sobald 2 laufen, geht's. Und jetzt brauchen wir noch ein AND, oder? Und jetzt brauchen wir noch ein AND. Sieht gut aus, oder? Sobald 2 oder mehr laufen, geht's. Probieren wir jetzt mal durch. Tipp, 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 tipp.
Ah, nee, geht nicht. Okay. Es geht nicht für den Fall. Warte mal, wir haben nur einen Fehler. Der Fehler ist nur, wenn nur der zweite läuft. Warum ist gerade der zweite ein Problem? Moment mal, das verstehe ich gerade nicht. Wenn der dritte Input, dann steht hier Desired Output rot, Current Output rot. Aber der Current Output ist doch grün. Ah, ich glaube, ich habe es falsch rum gedacht. Also nochmal, der Fehler liegt bei nur 2 läuft und nur 3 läuft. Okay, weil die beiden die einzigen sind, die doppelt verbaut sind und damit triggern die beide ORs und damit machen die alles kaputt. Okay. Kriegen wir das denn noch repariert? Dass wir zum Beispiel sowas sagen, wenn nur einer von euch ballert, soll gar nichts passieren. Oh nein, das geht auch nicht. Wenn ich da jetzt noch ein AND reinhaue, dachte ich. Und das, ich kann auch nichts zu 2 tun. Ach doch, das geht schon. So, aber was ist... Oh, aber obwohl, Moment mal. Oh, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Rot, rot, rot. Ja, genau, genau. Genau, das Problem sind jetzt die oberen Grünen. Das Problem ist, wenn... Was ist hier das Problem? Das Problem ist, die oberen 2 laufen, genau, das dachte ich mir nämlich, dass dann der nicht durchkommt, wenn der hier ein AND verlangt. Haben wir was anderes, was bisschen... Nochmal, ein OR darf es ja gerade genau nicht sein. Weil sonst der ja auch bei einem fließt. Wie müsste das hier aussehen? Warte mal, könnte ich hier nochmal ein OR machen? Warte mal, Achtung, Freunde, ich hab jetzt die Konstruktion. Ich habe jetzt die Megakonstruktion. Achtung, ich brauch Platz. Ich brauch Platz jetzt. Ich brauch Platz. Wir machen 2 Dreifach-Ors. Dazu packen wir weitere Dreifach-Ors. Ey, Leute, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt awesome. Geil. So. Zwar die Idee ist jetzt... Achtung, das wird jetzt auch ästhetisch ansprechend. Ihr verlasst euch drauf. Verlasst euch drauf, bitte. Und zwar plane ich sowas. Schaut euch das an. Ist das geil oder nicht? Ist das geil oder nicht? Das wird der Wahnsinn. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Das wird unglaublich. So, und jetzt der. Und der... super dumm, kriegt jetzt
die oberen drei? Und der kriegt die unteren drei. Leute, das ist hier gerade die Informatikrevolution. Ja, der muss jetzt halt hier so durchwieseln. So, und jetzt kriegt das nochmal ein Ohr. Leute, wenn das klappt, dann will ich irgendeinen Preis. Nee. Nee, das muss ein Und. Nein! Oh, ich bin einfach zu dumm. Ich bin einfach zu dumm. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich glaube, ich habe jetzt etwas gebaut, das immer feuert. Egal. Das ist einfach zu nett. Ja, komm rein. Komm rein. Passt. Ja, komm. Ja, okay. Komm rein. Komm rein. Alles klar. Sieht ein bisschen aus wie eine Waffe. Ja, komm rein. Okay, kein Problem. Das ist der schlechteste Türsteher der Welt einfach. Okay, wir löschen das nochmal. Aber ich finde, es war ästhetisch ansprechend bis zu dem letzten Krösel, dann ging es gar nicht mehr. Okay. Aber so lernen wir mal die verschiedenen Sachen. Not End. Feuert immer außer zwei kommen. Feuert nie außer gar nichts kommt. Probier einen anderen Ansatz. Zwei oder mehr Signale und wenn drei oder mehr fehlen, dann machst du bitte gar nichts. Vielleicht gehen wir es andersrum an. Vielleicht machen wir einen NOR, der dann am Ende dreht. Es gibt kein N-NOR, ne? Eine NOR. Weil NOR sagt ja, wenn gar nichts kommt, rot. Ansonsten immer grün, wenn wir es drehen, ne? Wenn gar nichts kommt, rot. Wenn überhaupt irgendwas kommt, weiß. Und wenn wir das jetzt oben hinmachen. Schauen wir es mal an. Ich habe noch nicht meinen ästhetischen Stil gefunden in diesem Spiel, bin ich ganz ehrlich. Ob ich das eher so, dass die Kabel so nah beieinander liegen und dann am Ende dann... So, NOR mit einem Dreher drin, damit es ein bisschen witziger ist, einfach ein bisschen die Studenten was zum Nachvollziehen haben. So. Die Idee ist, sobald es... Oh, ich glaube, ich habe jetzt einfach ein Ohr gebaut, ne? Ich habe jetzt einfach ein Ohr gebaut. Ja, das... Ach, das heißt ja N-Ohr. Ach so. Ihr seht, ich liebe einfach das Ohr-Ding. Ich komme am Ende einfach immer wieder drauf rum. Okay, vergiss es. Okay, das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber heißt das englische Wort NOR... Not or? Ist die englische Sprache so technisch, dass man wirklich sagt, not or ist nor? Wow! Bin ich hier im Leistungskurs Englisch oder Leistungskurs Informationstechnologiekurs? Oh, ich habe auch eine Beule. Habe ich mir den Kopf gehauen. Also falls ich jetzt nicht in der kompletten Gedankenkraft aktiv sein sollte, dann liegt es daran, dass ich mich schmerzlich verletzt habe.
Okay. Wie sieht das aus? Wenn es drei oder vier Streiken gibt, nichts aus. Ansonsten schon. Das Problem an Orr ist, dass der immer schon feuert, wenn er nur einen Input kriegt. Aber das ist ja zu offen. Der soll ein bisschen strenger sein. Wir brauchen Orr aber ein bisschen strenger einfach. Ich meine, können wir es nicht einfach nur mit Ants machen? Ich meine, dass wir einfach sagen, einfach einen Haufen Ants. Einfach mal so ganz viele Ants. Geht das nicht auch? Dass wir sagen, wenn der und der zusammen sind, yo. Wenn der und der zusammen sind, jo. Wenn der und der zusammen sind, jo. So, wenn der und der zusammen sind, jo. Der und der zusammen sind, jo. Wenn der und der zusammen sind, so. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur ein dickes Ohr, oder? Sobald einer von diesen sechs feuert, ist gut. Wenn einer von denen feuert, ist auch gut. Klappt das? Einzeln passiert nichts. Und immer wenn zwei zusammen sind, geht's voran. Das sieht doch nicht schlecht aus. Sepp, Sapp, Sepp. Ja, grün, rot, grün, 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 rot. Leute, Leute, kein Problem, Ant ist mein Freund. Ant ist mein Freund. Ich meine, das ist, es gibt wahrscheinlich elegantere Lösungen, aber Ant ist mein Freund. Warum nicht? Du, ich bin hier kein Gutwetterprogrammierer. Das Ding muss morgen raus. Mir doch egal, wie viel Speicher das kostet am Ende. Ist doch nicht mein Problem. Müssen halt eine größere CD machen. Mir doch egal. Odd numbers of signals using a maximum of three components output on only when an odd number of inputs are on. Ach, komm mir nicht mit gerade, ey. Ach, komm mir da nicht mit gerade. Nee, ey. This level has a hint you can use if you get stuck. Well, but I'm not gonna get stuck. Okay. So. Wenn eine... So, was soll passieren? Wenn eine gerade Anzahl an... Ah. Bei gerade aus, bei ungerade an. Oder? Ja. Bei gerade aus... Nee. Doch. Bei gerade aus, bei ungerade an. Okay. Und nur mit drei? Ich darf nur drei, oder wie? Components spent? Ich darf nur drei?
haben. Was? Aber was zählt? Ach so, jetzt ist schon vorbei. Wäre so witzig, wenn das jetzt funktioniert. Ah, schon so im Großteil. Okay, ich darf nur 3 Komponenten nehmen. Das ist natürlich für mich, das ist natürlich ein Problem. Es geht darum, ungerade und gerade. Okay, das ist schwer. Das ist kritisch. Wo ist mein Hint? Wo, also nur falls ich jetzt wirklich an einen Punkt komme, wo wir sagen, der Stream muss schnell beendet werden, hier geht der Feueralarm los und ich muss schnell den Level beenden. Wo ist dann der Hint? Also nur, dass ich es weiß, damit ich im Notfall draufklicken kann. Also nur, damit ich weiß, wo der Hint ist, wenn es wäre. Nicht, dass ich jetzt, aber nur, dass es halt, also dass ich eine Orientierung habe, dass ich weiß, also wo ist halt. Alt-Click to move Wirehead. Alt-Click? Rechtsklick oder was? Okay. Ungerade Anzahl. Okay. Wie könnte man das denn machen? Ich würde es mit 3 Ands machen. Oder mit 3 Dreier Ands. Bigger Ant heißen die. Bigger Ant. Ant und Bigger Ant. Mein aktueller Ansatz ist, ich habe gar nichts. Ich habe nichts. Eine gerade Anzahl. Eieiei, das ist schon schwierig. Wie macht man das? Mit 3. Ich meine, wir können es ja erstmal mit vielen machen und dann die Anzahl an Komponenten reduzieren. Aber generell die Idee, wie überprüft man auf eine gerade Anzahl oder ungerade? Also gerade sind ja 2 und 4 und 0. Bei 2, 4 und 0 soll kein Signal kommen. Bei allen anderen schon. Bei 2, 4 und 0 soll kein Signal weitergehen. Ich fange mal damit an. Weil das finde ich, das hat gute Eigenschaften. Weil bei 0 sind die 0. Bei 2. Bei allen 4 ist es zu. Leute, ich habe da wirklich überhaupt gar keinen Ansatz. Also da möchte ich jetzt wirklich ehrlich mit euch sein. Ich habe hier keinen Plan, was ich hier mache. Ich habe auch die XOR und XNOR noch nicht so ganz gecheckt. Also ich glaube, das muss ich mal verstehen. Unsere Grundbau... Es gibt... Also das N vor einem Begriff bedeutet NOT. Also direkt umgedreht einfach. Aus grün, 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 rot wird rot, 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 grün. Es wird direkt umgedreht. X bedeutet invertiert. Jetzt ist die Frage, was ist der Unterschied zwischen invertieren und negieren?
Ohr hat rot, grün, grün, grün. Und das hat rot, grün, grün, rot. Nor hat grün, rot, rot, rot. Und das hat grün, rot, rot, grün. Inwiefern ist das... Das verstehe ich einfach nicht, was das hier genau der Unterschied ist. Nor bedeutet, gibt ein Signal, wenn keines der Signale an ist. Exnor bedeutet, gib ein Signal, wenn die Signale gleich sind. Vielleicht kann ich das nicht verstehen. X heißt exklusiv. Alles klar, okay. Es heißt nicht invertiert. X heißt exklusiv. Das heißt, es darf nur einer der beiden grün sein. X heißt exklusiv. Okay, gut. Wir haben XOR und XNOR. Ich verstehe. Grün, rot, rot, grün und rot, grün, grün, rot. Okay. Exklusiv. Es darf nur einer der beiden das sein, der andere nicht. Das klingt doch für unsere Bedürfnisse gar nicht so schlecht, oder? Weil, wenn beide nicht sind oder beide schon, dann ist es entweder eine 0 oder eine 2. Aber beide sind die gleiche, auf der gleichen Seite von gerade und ungerade. Ich finde, das klingt nicht so schlecht. In unserem Fall soll ja bei gerade rot kommen. Also wäre das exklusiver OR. Immer wenn die Inputs gleich sind, gibt der rot aus. Wenn die Inputs gleich sind, gibt er rot aus. Also jetzt nur für die oberen beiden gesprochen. Gerade nichts, ungerade ja, gerade nichts, ungerade ja. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. So, schwierig bei diesen vier Inputs ist natürlich immer der Fall, wenn zwei und drei interagieren. So, wir können es ja mal durchlaufen lassen und uns angucken, wie es aussieht. Ja, ziemlich viel falsch. Weil es gerade immer rot ist. Ach so, ja, weil gar nichts ankommt. Ja, ach komm. Ah ja, wir haben jetzt aber auch nur noch eine Komponente. Das heißt, da muss jetzt noch irgendwas sein. So, schwierig ist dieser Fall. Beide feuern grün. Aber warte mal. Beide feuern grün. Beide feuern grün heißt, es muss rot werden. Ja, aber nee. Ich meine, das wäre jetzt ein Not-End. Ugh, nee, das stimmt überhaupt gar nichts. Das stimmt gar nichts. Ja, naja. Nee. Ja, das ist ja immer das Problem, ne? Du hast... Wie kriegst du diese Signale von dieser Zwischenebene ins Ziel? Ohne dass es nochmal zu hart verfälscht wird. Wenn es gerade ist, ist es rot.
Außer bei diesem, da ist, wenn es gerade ist, grün, weil die nicht miteinander kommunizieren. Das heißt, wenn man jetzt noch einen dazwischen bauen würde. Dann haben wir die Situation, dass... Wir haben gerade die Situation... Zwei rot gerade, eins rot ungerade. Ne? Zwei rot gerade, eins. Ne, haben wir auch nicht. Ne, das funktioniert nicht. Wir brauchen eigentlich. Vielleicht finden wir einen, der gut passt. Wenn beides rot ist, rot. Wenn beides rot ist, rot. Wenn beides grün ist, auch rot. Nur wenn es unterschiedlich ist, dann grün. Das war doch... Unterschiedlich ist grün. Wenn's gerade ist, rot. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Das ist grün. Das ist grün. Das sieht gut aus. Take me. Take me. Leute, kein Problem. Ich brauche keinen Hint. Ich brauche keinen fucking Hint. Ich brauche doch keinen Hint. Haha, wer bin ich denn? Wo hätt's denn den Hint gegeben, Mann? Nur so als Frage im Allgemeinen. Wo hätte ich diesen Hint denn bekommen eigentlich? Level Lock. Ah, hier ist der Hint. Schauen wir uns den Hint doch mal an, ob uns der weitergeholfen hätte. You can figure out if two inputs have an odd number of green with just one component. Ja, mit unserem guten Freund XOR. Gut. Weiter geht's. Circular Dependency. In our education system, we traditionally teach by tricking students into doing the wrong thing and then teasing them. Not sure if it benefits the students, but teachers love it. Ein Kreisabhängigkeit. This is a circuit where the input of a component relies on its own output. In a circular dependency situation, it is not possible to determine the output of a component because you would first need to determine the input, which relies on the output, and so on. Ist normalerweise nicht erlaubt, aber jetzt machen wir das. Also, wir haben ein Knödel und der Output ist wiederum Teil des Inputs. Circuit Dependency. Make a circuit where the inputs of a component depend. Okay. Create a circuit dependency involving at least two components. Also sowas? Okay.
Das geht im Kreis, das funktioniert nicht, weil der weiß ja nicht, was er anzeigen soll, weil er nicht weiß, was hier rauskommt, weil der nicht weiß, was hier passiert. Okay. Unlocks Manual Entry. Circular Dependency. Okay, das darf man nicht machen. Wie geht's jetzt weiter? Counting Signals. Ich mach's einfach ganz klassisch von links nach rechts einfach durch, oder? Oder was ist ja die beste? Ich mach einfach von links nach rechts. The output component of this level is a binary counter, where the first three pins correspond to 1, 2, 4. Use the binary counter to count the number of signals. Um Gottes Willen. Was? Components needed. Ungefähr 20. ungefähr 20. Ja, vergiss es. Okay, wir haben 4 Inputs und 3 Outputs und wir haben jetzt... Oh, wir haben bunte Kabel. Okay. Okay. Das erlaubt uns, unseren Kabelsalat viel übersichtlicher zu organisieren. Und das werden wir nie verwenden. Okay, also unsere Aufgabe ist es... Jetzt wirklich binär oder was? Also so richtig binär jetzt oder was? Mit richtig 0,1 oder was? Der Input ist 0, der Input ist 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3. Ach du meine Güte. Ich glaube, wir werden um den Hint nicht herumkommen. Aber also, was soll das bedeuten, Output 0 an 1 und 2? Weil, was heißt das? Wenn 1 ankommt, ist 1. Wenn 2 ankommt, ist 3. Ach ja, weil wir 1 und 1 haben, sozusagen. 7. Okay, das ist die... 1, ich verstehe, 0, 1, beide leuchten, heißt 4. Leute, ich habe das in der Schule nie gehabt, binär, ich weiß doch nicht, wie das funktioniert. Okay, also wir müssen jetzt umdenken in Rot ist 0 und Grün ist 1. Also aktuell steht da 0, 0, 0. Aktuell steht da 0, 0, 0. So. Wenn wir jetzt die erste Stelle anmachen, dann wird aus der 0 eine 1. Wenn wir die zweite Stelle anmachen, wird aus der 0 eine 2. Wenn wir die ersten beiden zusammen anmachen, 3. Wenn wir die dritte Stelle anmachen, 4. Also 1er Stelle, 2er Stelle, 4. Vierer Stelle plus alle davor. 4, 2, 1. Ach, deswegen sollten wir diese Klicknummer vorhin machen, wo wir binär gelernt haben. Okay. Das ist aber ganz schön knifflig. Also, wenn ich das mal so formulieren darf. Das ist ja schon richtig knifflig. Zum Glück haben wir schöne grüne Kabel. Ist ja auch gar nicht verwirrend, wenn die grün sind. Lass uns die mal eine unverfängliche Farbe geben. Sowas wie orange-blau. Schön die Michael Bay-Farben. Moment, und die ändern ihre Farbe dann, oder was? Wie orange-blau? Was soll das bedeuten? Was ist so besonders an denen? Dass die zwei Farben haben. Ändern sich die... Warum ist das zweifarbig? Warum ist das zweifarbig? Was ist da los? Das Blau kommt später. Wenn es dann verschiedene Arten von Signalen gibt oder was und so? Um Gottes Willen. Okay, also, fangen wir mal da an, wo wir wissen, was los ist. Ich habe keine Ahnung.
Ich habe keinen Plan. Also wirklich null. Also gar, ich, also wirklich, also null, wirklich gar nichts. Okay. Also wir brauchen ein System, wo wir von vier Inputs in drei Outputs gehen. Und die müssen so verkabelt sein, okay, aber was ist jetzt die Input-Seite? Ah ja. Je mehr Inputs wir haben, desto höher ist die Zahl. Wir zählen also die Inputs. Wir zählen, wie viele Inputs leuchten. Wenn zwei leuchten, soll da eine 2 stehen. Sprich, entweder ist der mittlere grün, es muss der mittlere grün sein. Also, wenn wir 0 Inputs haben, ist alles rot. Wenn wir einen Input haben, ist der erste grün und die anderen rot. Wenn wir 2 Inputs haben, ist der erste rot, der zweite grün, der dritte rot. Wenn wir 3 Inputs haben, müssen die ersten beiden grün sein. Und wenn wir 4 Inputs haben, dann müssen die ersten beiden rot sein und der dritte muss grün sein. Das, meine Damen und Herren, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das ist nicht, das ist, nee, ich lehne das ab. Ich lehne das ab. Das ist nicht machbar. Wo fängt man so ein Problem denn überhaupt an? Wir müssen das zählen. Wir müssen die Anzahl der Inputs binär ausdrücken. Das machen wir. Vielleicht versuchen wir es von hinten zu denken. Der hier kriegt grün, wenn es einen Input gibt, sonst keinen. Einen Input und sonst keinen. Wie kriegen wir das hin? Einen Input und sonst keinen. Das ist woran erinnert mich das? Erinnert mich das an leuchte nur grün, wenn du genau einen Input hast. Oh nee, das stimmt nicht. Der muss ja leuchten bei einem oder drei Inputs, ne? Bei einem oder drei Inputs muss die erste Stelle leuchten. Jetzt haben wir wieder unser Gerade-Ungerade-Spiel im Kopf, das wir ja gerade gemacht haben. Da konnten wir zwischen einer geraden Anzahl und einer ungeraden Anzahl unterscheiden. Das würde uns ja dahingehend helfen, dass wir dann dem ersten Stelle sagen können, immer wenn die Anzahl der Signale ungerade ist, dann leuchte bitte, wenn es 1 oder 3 ist. Das ist doch schon mal ein Anfang. Wie haben wir das gemacht? Das haben wir gemacht mit 3xOR-Gedönsen, die immer nur dann durchlassen, wenn nur ein Input kommt. Nicht, wenn zwei Inputs kommen und auch nicht, wenn gar kein Input kommt. So, das ist doch jetzt schon mal ein Ansatz. Mit 2xORs. Das war jetzt so. Wenn die Anzahl ungerade ist, dann leuchtest du auf, mein Freund. Nicht bei 2. Nicht bei 4. Nicht bei 0. Cool. Das ist doch schon mal ein Anfang. Jetzt. Wann soll das zweite Feld leuchten? Das zweite Feld soll immer dann leuchten, wenn 2 Inputs kommen oder
wenn drei kommen. Ja? Das zweite leuchtet bei 2 oder bei 3. Weil bei 3 leuchten die ersten beiden und bei 2 leuchtet nur der zweite. Also brauchen wir jetzt einen Schaltkreis, der leuchtet, wenn es 2 oder 3 Inputs gibt. Wenn es 2, habe ich das richtig gesagt? Wenn bei 4 leuchtet nur der dritte. Warte mal, wie war das? Wenn man gedrückt hält, dann kann man das bewegen, ne? Nee, warte, wie war das? Ah ja. So. Wir brauchen einen Schaltkreis, der leuchtet, wenn es 2 oder 3 Inputs gibt. Wie machen wir das? Das ist was anderes als gerade und ungerade. Leuchte, wenn es 2 sind. Leuchte nicht, wenn es 1 ist. Leuchte, wenn es 2 sind. Leuchte, wenn es 3 sind. Leuchte nicht, wenn es 4 sind. Wie macht man das? Das erinnert mich stark an XOR. Nee, oder? Leuchte, wenn es 2 sind oder leuchte, wenn es 3 sind. Aber nichts, wenn es 1 ist. Und nicht, wenn es 4 sind. Wie sieht das aus? Ist das vielleicht XNOR und XOR zusammen? Warte mal. Die sind ja genau das. Warte mal. Leuchte, wenn es 2 sind. Lass uns das nochmal ganz separat machen, bitte. Ich kann nicht. Ah, warte. Was ist das Scheiß, das da tut? Bleib hier, Mann! Bleibst du hier? Hey! Hey! Okay, der haut ab. Kann ich nicht. Ich würde gern der Anschaulichkeit halber ein bisschen nach unten gehen. Oder kann ich so scrollen? Ja, so kann ich auch scrollen, oder? Bisschen. Scroll doch bitte nach unten. Okay, gut, geht nicht. Wir brauchen jetzt etwas, das leuchtet, wenn es 2 oder 3 Inputs sind. Wenn es 2 oder 3 sind. Wie geht das? Wenn es nicht 4 und nicht 1 ist. Also wenn mindestens eines. Warte mal. Wenn wir 2 Ohr packen, dann haben wir ja bei 4 leuchten alle und bei 1 leuchtet nur einer. Bei 2 leuchtet auch nur einer, leider. Das ist nicht, wir können nicht zwischen 1 und 2 unterscheiden. Wir können. Nee, OR ist falsch. OR unterscheidet nicht, ob einer oder 2 feuern. Wir brauchen was anderes als OR. Können wir.
einer alleine feuert, darf nichts... Genau, Ohr ist nicht wählerisch genug. Ohr ist nicht wählerisch genug. Ah, warte mal. Ich krieg's nicht hin im Kopf. Leuchte, wenn zwei oder drei Signale sind. Leuchte, wenn's zwei Ants sind. Oder wenn wir das mit zwei Ors machen. Nee, der leuchtet auch schon bei 1. Was haben wir, wenn wir zwei dicke Ants machen, dann funktioniert es überhaupt gar nicht. Wenn wir Ants machen, dann können wir sagen... Vielleicht sind zwei Ants nicht dumm. Vielleicht brauchen wir mehr als... Warte mal. Wir machen einfach wieder unsere Ant-Suppe. Ich glaube, wir machen wieder den 6er-Ant. Ne, 7 braucht man, ne? Ne, wie viel braucht man? Fakultät 4? Machen die Ant-Suppe einfach jetzt egal. Mir egal jetzt. Dafür nehmen wir jetzt aber eine andere Farbe, würde ich sagen, oder? Damit wir das alles schön organisiert haben. So. Zip. Zap. Das kann schon mal ein gutes Stück länger werden. Hier, das sehe ich schon. Das sehe ich doch von hier. Warte mal. Wo, ganz kurz. Wo will ich hin mit dem ganzen Kram? Ich will an einen Punkt kommen. Ich kann nicht denken. Das ist wie wenn man die Sprache nicht beherrscht, in der man denkt. Das ist wie wenn man in einem fremden Land ist und man beherrscht die Sprache nicht und man hat schon eine Idee, aber man kann es nicht selbst in Gedanken nicht richtig ausdenken. Es soll glühen, wenn zwei oder drei Signale kommen. Das heißt, nicht wenn 1, 4 oder 0 kommen. Das heißt, es muss aus, wenn wir das jetzt mal in zwei Sphären einteilen, die oberen Signale beide und die beiden unteren Signale, dann muss auf jeden Fall aus beiden was kommen. Das heißt, ich tendiere wieder in Richtung Or. Aber Or lässt zu viel durch. Vielleicht brauchen wir nur 3 Ant. Warte, vielleicht habe ich viel zu kompliziert gedacht. Wenn wir 3 Ant machen. Das ist dumm. Es ist immer so blöd, wenn es so lange dauert, bis man seinen Gedanken ausformuliert hat und im Laufe der Zeit verliert man den Vertrauen in seinen Gedanken. Dann weiß man nicht mehr, soll ich es jetzt noch zu Ende bringen? Oder ist es eh schon falsch? So, was ist das für ein Quatsch? Bei 1 passiert gar nichts. Nee, das funktioniert nicht. Obwohl, bei 2 leuchtet was. Bei 3 leuchtet auch was. Bei 1 leuchtet nichts. Bei 4 leuchten alle 3. Also solange 2 leuchten, ist alles gut, oder? Solange einer oder 2 leuchten, ist alles gut. Das ist aber nicht schlecht. Da haben wir jetzt mal schon... Solange einer oder 2 leuchten, ist alles gut. So
Solange einer oder zwei leuchten, ist alles gut. Also, jetzt rücken wir einen Schritt weiter. Jetzt brauchen wir ein System, das sagt, leuchte, wenn einer oder zwei leuchten, nicht wenn drei oder null leuchten. Haben wir jetzt was gelöst oder ist es jetzt nur... Leuchte, wenn einer oder zwei leuchten, nicht wenn drei oder null leuchten. Das sind zwei Ors, oder? Nee, leuchte. Leuchte. Wenn einer oder zwei leuchten. Und jetzt brauchen wir... Nee. Oh Gott, das ist so schwer, wenn jetzt das... Leuchte, wenn einer oder zwei leuchten. Nicht, wenn null oder drei leuchten. Was muss da jetzt hin? Der hier. Vielleicht. Warte mal, kann ich denn sagen? Nur mal um das. Ich mache nur, damit ich mal mein System testen kann, schließe ich das mal direkt hier an. Was? Ja, genau. Der ist immer aus. Genau, wir brauchten Leuchte, wenn einer oder zwei leuchten, nicht wenn drei oder null leuchten. Das erfüllt die Vorgabe dahingehend, dass man sagt, leuchte, wenn ein oder zwei leuchten. Er leuchtet aber auch, wenn alle drei leuchten. Also muss X nur... Ja, das Problem liegt schon auf der OR-Ebene, weil die OR-Ebene nicht unterscheidet zwischen 3 sind an und 2 sind an. Das XOR ist überhaupt nicht das Problem. Unser Problem liegt auf der OR-Ebene. Weil OR nicht unterscheidet zwischen 3 und 2 sind an. Wir brauchen irgendein System, das unterscheidet zwischen 3 und 2 sind an. Wie machen wir das jetzt? Ich habe nicht mehr viel Zeit. Wir machen das jetzt. Geh an, wenn einer oder zwei an sind, nicht wenn null oder drei an sind. Wenn einer oder zwei. Geht das überhaupt? Leuchte, wenn einer oder zwei an sind, nicht wenn drei oder null an sind. Null ist ja kein Problem. Nicht zu leuchten, wenn nichts reinkommt, ist kein Problem.
Aber zu unterscheiden zwischen drei Leuchten und zwei Leuchten, das ist schwer. Vielleicht. Vielleicht müssen wir wieder zu End greifen. Können wir jetzt eigentlich Notizen machen? Ich habe keine Tastatur. Scheiße. Lass mich in Ruhe! Lass mich bitte in Ruhe! Hör auf! Hör auf! Oh, bitte sei nicht eines dieser Felder, aus denen man nie wieder rauskommt. Nein, bitte hör auf. Leuchte. Nee, das ist natürlich... Oder zwei. Warte mal. Das eins ist nichts. Das zwei sind. Einer. Das drei sind beide. Das ist schon eine Unterscheidung, was wir wollen. Das ist eine Unterscheidung. Drei ist nichts an. Null ist. Nein, der unterscheidet nicht zwischen 0 und 1. Fuck. Scheiße. Ich habe mich jetzt wieder in der Sackgasse manövriert. Leuchte, wenn es eins oder zwei sind, nicht wenn es null oder drei sind. Ich baue das mal an, nur um zu gucken, was wir dann für Informationen haben. Aha, okay. Eins und zwei hat denselben Output, was super gut ist. Nämlich ungleich. Und die haben gleich. Sehr schön. 1 und 2 haben ungleichen Output, wohingegen alles an und alles out gleichen. So, jetzt brauchen wir dieses Ding, das sagt, gib weiter, wenn es ungleich ist. Und das ist der hier. So, Vorgabe war... Leuchte bitte, wenn es ein oder zwei Signale hat, nicht wenn es 0 oder 3 Signale haben. Wir schauen mal nach. Bei 0 Signalen leuchtet nicht. Bei einem Signal leuchtet. Bei einem Signal auf der anderen Seite leuchtet nicht. Ach, come on! Ach, Mann, ey, nee. Nee! Immer dieses Mittelscheißteil, ey. Thank you.
Nee, das funktioniert schon nicht. Der checkt nicht. Der aktiviert beide. Weil der natürlich nicht sieht, ob er vom oberen kommt oder vom unteren. Und was ist, wenn ich den gar nicht... Was ist, wenn ich den gar nicht... Wenn ich das einfach so mache? An, an, an. Zwei sind an. Zwei sind an. Warte mal. Ich das einfach so mache. Vorgabe war, leuchte bei 1 und bei... Was? Mann, ich raff's nicht. Ich verstehe nicht, was hier passiert, leider. Nochmal. Ah, jetzt ist gleich. Ja, jetzt ist gleich. Der sieht rot aus. Jetzt ist gleich. Damit gibt ein Signal und zwei Signal unterschiedliche Signale. Das wollen wir nicht. Fuck, Alter. Ich glaube, ich brauche mal doch dieses Endgedösel nochmal am Ende. Dass wir sagen... Bei 3... Da müssen es 6 sein, ne? 3 plus 2 plus 1. Das ist schrecklich. Ich weiß zwar nicht genau, wie es dann weitergeht. Ich könnte auch nicht in Worte fassen, was genau das jetzt bringt. Bringt überhaupt nichts. Er kann nicht zwischen 0 und 1 unterscheiden. Es ist halt immer blöd, ne? Wenn du in Schritt 2 vielleicht merkst, vielleicht war Schritt 1 falsch. Nochmal zu rekapitulieren. Unser erster Schritt war zu sagen, wir wollen ja ein System haben, dass die zweite Lampe anspringt bei 2 und 3 Signalen. Und wir haben einen Schaltkreis gebaut, der 2 und 3 ausdrückt in 1 und 2. Sodass wir jetzt nicht mehr 4 Fälle unterscheiden, nee, dass wir nicht mehr 5 Fälle unterscheiden. 0 Signal, 1 Signal, 2 Signal, 3 Signal, 4 Signal. Sondern wir unterscheiden nur noch 4 Fälle. Kein Signal, 1 Signal, 2 Signal und 3 Signal. Das heißt, wir haben die Anzahl der Möglichkeiten reduziert. Das ist doch eigentlich ein Fortschritt, oder nicht? Anstatt mit 5 Möglichkeiten zu arbeiten, arbeiten wir jetzt nur noch mit 4. Das ist doch nicht blöd.
Aber wie kommen wir jetzt weiter? Weil jetzt müssen wir sagen, leuchte, wenn du 2 oder 3 Signale hast, nicht bei 0 oder 4. Und das kriege ich nicht hin. Das schaffe ich, kriege ich leider nicht hin. Schade, ich muss leider gleich aufhören, aber ich hätte gern noch das zweite Lämpchen geschafft. Kriege ich noch eine geniale Idee, wie das jetzt klappt, mit 1 und 2, aber nicht 0 oder 3. Ich glaube, Or können wir machen Ausschlussverfahren. Können wir es mit Or machen? Ich glaube nicht, weil Or kann nicht zwischen 1 und 2 unterscheiden. Und das müssen wir dringend. Also es geht nicht. Bei Or springt an, wenn es ein Signal bekommt oder wenn es 2 Signale bekommt. Und es kann nicht unterscheiden, ob es 1 oder 2 bekommt. Also es ist raus. Können wir mit AND was anfangen? Ich weiß es nicht. AND kann ja bei einem Signal nie auf grün springen. Und da wir zwischen 0 und 1 unterscheiden müssen, können wir mit AND nichts anfangen. Weil ein Signal nie erkannt wird. Also ist AND raus. NOT AND kann auch nicht zwischen 1 und 2 Signalen unterscheiden. Oder? Ja. NOR. Ach Gott, ich komme nicht weiter. Ich komme nicht weiter. Ich überlege, ob das immer symmetrisch sein muss oder ob man einfach mal so die ersten zwei in was frickelt und das andere nicht, so wie gerade. Das fand ich eigentlich auch cool, aber klappt nicht. Aber wir können ja alles mehrfach verkabeln, ne? Vielleicht... Spring bei 1 oder bei 2 an, nicht bei 0 oder bei 3. Irgendwie ist es nicht leichter geworden, habe ich das Gefühl, ein bisschen. Benutzt doch die Hints, die dir das Spiel gibt. Du weißt nicht, dass du einem Rätselmeister gegenüber sitzt. Nein, 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 Hints. Nein, 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 nein. Das schon selber rauskriegen. Kannst ja auch gleich in den Lösungsbuch nachgucken. Nee, nee, das muss man schon selber durchkommen. Ich verstehe nicht, wie das gehen soll, weil AND kann nie ein einziges Signal erkennen. Und OR kann nicht zwischen 1 und 2 Signalen unterscheiden. Aber ich meine, wir können es ja verbinden. Angenommen, also mal nur angenommen. Wir nehmen es einmal auf OR und einmal auf AND. Ja? Ah, beides. So, was haben wir? Was ist jetzt entstanden? Es ist entstanden ein Gedöns, das ja, was ist jetzt entstanden? Dass ein Grün rausgibt
Und zwei Grün bei zwei und ein. Ja, ich verstehe es nicht. Ich kann das nicht. Ich krieg das leider nicht in meinen Kopf. Ich krieg's nicht formuliert. So, wie gesagt, ich spreche die Sprache nicht. Es ist zu kompliziert, was jetzt hier passiert. Das verstehe ich nicht. Das Einzige, was mir immer wieder bleibt, ist es halt einfach auszuprobieren. Dann irgendwie zu gucken, wann das alles zusammenschließt. Der kann nicht zwischen 2 und 3 unterscheiden, zum Beispiel. Nee, das ergibt keinen Sinn. Ich bin jetzt leider auch im Zeitdruck. Das ergibt wenig Sinn, wenn du denkst, du musst sofort los, leider. Schade. Aber interessanterweise fühle ich mich so, als ob ich das schaffen könnte. Obwohl die Herausforderung erst unlösbar schien, habe ich jetzt das Gefühl, dadurch, dass ich so eingeteilt habe in wann muss die erste Lampe brennen, wann muss die zweite Lampe brennen, wann muss die dritte Lampe brennen. Und dann kriegt man schon hin, wenn man das so Stück für Stück abarbeitet. Und die erste Lampe klappt. Die erste Lampe ist safe. Wir müssen jetzt nur gucken, dass die zweite Lampe hingeht. Und das geht schon, das geht schon. Das Gefühl trügt. Das ist sehr, sehr nett von dir. Dass du mein Gefühl, dass ich es schaffen kann, in Frage stellst. Das ist sehr nett von dir. Aber völlig zu Recht. Aber ich würde es schaffen. Dauert wahrscheinlich eine Weile, aber das kriege ich schon hin. Gut. Ich würde sagen, dann machen wir Schluss hier. Ich muss nämlich leider los. Ansonsten sehen wir uns aber auch demnächst mal wieder, wenn es weitergeht mit Turing Complete. Ihr merkt, es ist super, super zäh. Ich komme kaum voran, aber so ist es halt. So ist es halt. Trierik Sorsel. Spielevorschläge bitte immer in Discord. Da wurde alles gesammelt. Ansonsten vielen Dank an Piratenraten zu Piratentat, Ogel93, Bury Dury, Nerup, Jabakadabra für die Subs. Vielen, vielen Dank. Haut rein. Und ansonsten, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin hoffe ich auch, dass die Tastaturen alles wieder funktioniert. Und ich würde sagen, ich schicke euch jetzt mal weiter auf einen fantastischen weiteren Tag in den Weiten des Internets. Moment, ich muss erst mal gucken. Hier habe ich nämlich wieder eine Tastatur, komischerweise. Ja, von der Software muss ich jetzt direkt zur Hardware übergehen und mein Tastaturproblem lösen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend weiterhin. Und ich schicke euch mal zum lieben Wir drüber. Der ist natürlich schon am Start und spielt Midnight Ghost Hunt. Okay. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Habt einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen natürlich wieder zu Creepjack und WoW. Und Magic natürlich auch. Donnerstag wie immer prall gefüllt. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.